Bundesinnenministerium Schröder sprach sich dafür aus, den Menschen in Tunesien selbst Perspektiven zu verschaffen. Die Flüchtlinge könnten nicht von Italien aus auf andere EU-Mitgliedstaaten verteilt werden. SPD und Grüne erklärten dagegen, Nordeuropa dürfe den Süden nicht allein lassen. Aus Sicht der SPD wäre die Aufnahme einer begrenzten Zahl von Flüchtlingen verkraftbar, weil die Zahl der Asylbewerber in Deutschland gesunken ist. In den vergangenen Tagen sind tausende Tunesier auf die kleine italienische Insel Lampedusa geflüchtet. Italiens Regierungschef Berlusconi muss sich wegen einer Sexaffäre in einem Schnellverfahren verantworten. Also, Frontex, die europäische Nahkampftruppe zur Abwehr von Boat People aus Tunesien, wird eingesetzt in Italien. Merkel sagt nein, Kanzlerin will keine Flüchtlinge aus Tunesien, also Lichtgeschwindigkeit 825 am Dienstag, den 15. Februar 2011. Ganz kurz hier mein Thema Frontex, Landowski, Freispruch und Putinismus. Und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Heute Nacht habe ich in der Pressevorschau vom Deutschlandfunk gehört, dass die Süddeutsche Zeitung eine Russland heute Beilage hätte, ein Heft, was bezahlte Werbung sei und was also eine Khodorkovsky-Anti-Kampagne sei. Jetzt habe ich diese Süddeutsche Zeitung heute mir besorgt und da ist ein solches Heft Russland nicht drin, aber wer weiß, was das für eine Ausgabe ist. Das ist ja hier die internationale oder überregionale Ausgabe, die ich hier in Berlin bekomme. Mag sein, dass das für Abonnenten der Süddeutschen Zeitung oder der bayerischen oder Münchner Ausgabe ist. Ich habe jedenfalls hier etwas gefunden. Oh, jetzt geht es mir ganz auseinander. Furchtbar dünnes Papier hat die Süddeutsche Zeitung so hier. Redaktionell. Putin im Wirtschaftsteil der Süddeutschen Zeitung am Dienstag, 15. Februar, Seite 18, da heißt es Putins Mann fürs Grobe. Das ist hier ein Herr namens Igor Sechin. Das ist der zweite Mann hinter Putin. Ich lese es mal ganz kurz an. Selten ist bei einem Menschen so viel Platz zwischen Wahrnehmung und wirklicher Macht. Wer im Westen kennt schon Igor Sechin und selbst die Russen, erdrückt von geballten Fernsehberichten über Präsident Dmitri Medvedev und Regierungschef Wladimir Putin, erleben diesen Mann meistens als undurchdringlichen, etwas grimmig dreinblickenden Politiker. Die Tageszeitung Nezavissimaya Gazeta listet Sechin jedenfalls in einer ganzseitigen Tabelle der 100 mächtigsten Russen auf Platz 5. 50 Jahre alt und so weiter. Hier geht es um eine staatswirtschaftliche Fusion mit British Petrol. Das wird hier verhandelt. Mit anderen Worten, der Putin hat aus seiner Sicht erkannt, dass die Rohstoffwirtschaft für den russischen Staat, der sozusagen finanziell, strukturell ganz schwach ist, die Wirtschaftserträge aus Rohstoffverkauf, also Energie, lebenswichtig ist, und deshalb hat er da rigoros durchgegriffen, und der Khodorkovsky ist ein Opfer. Ich habe dazu bisher gar nichts gesagt, ich werde auch nichts sagen, weil ich mir das einfach nicht genau eruieren kann, was dahinter steckt. Die sind alle nicht ganz sauber, diese Leute. Ich will es mal so sagen, die sind alle so genial, wie der liebe Gott es wollte. Und Putin hat bislang verhindert und Zeit gewonnen, dass es nicht zu einem Militärputsch in Russland kommt und eine Zivilisation sich entwickelt über den Weg, beispielsweise jetzt mit diesem Medvedev, der ein Zivilist ist, kein KGB-Mann, ein Jurist, und das mag noch viele Jahre dauern, so ist es nun mal unter den Menschen, nicht der schlechteste Weg, den Putin da wählt, aber der Putinismus natürlich drückt sich nun also auch aus in Werbe, Beilagen bezahlten bei Schalke 04 oder bei meinetwegen Beilagen in der Süddeutschen Zeitung, die redaktionell aufgemacht sind, wo die Redaktion der Süddeutschen Zeitung überhaupt gar keinen Einfluss drauf hat, die nehmen nur das Geld dafür. We are only in it for the money, so viel. Und über dieses Geld, was da reinkommt, können sie dann auch berichten über Landowski. Und dann müssen wir das also so nehmen. Der ehemalige Berliner Senator Landowski hat also mehrere Gänge zu höheren Gerichten gesucht,
um von der Pleite der Berliner Landesbank, der Misswirtschaft, die mit und unter Landowski durchgegangen ist, freigesprochen zu werden. Landowski selbst hat gestern gesagt, das habe ich selbst gehört, er hätte einen Freispruch erster Klasse bekommen. Und es ist im Grunde genommen ein Witz. Und ich möchte nur sagen, wenn hier Süddeutsche Zeitung, Freispruch für Landowski, Landgericht zieht Vorwurf der Untreue im Berliner Bankenskandal nicht erfüllt, Staatsanwaltschaft geht in Revision. Und der kritische Punkt, der von den Richtern angeführt worden ist, ist, dass wenn eine Untreue vorgeworfen wird, dann muss das beziffert werden. Also genau für welche Summe ist denn die Untreue Landowskis verantwortlich? Wenn man das nur mit einer allgemeinen Pleite begründet und mit vielen verschiedenen Leuten und Zusammenhängen, dann kann man eben den Herrn Landowski nicht persönlich verantwortlich machen. Klaus Landowski steht hier als Bilduntertext, galt als Schlüsselfigur des Berliner Bankenskandals, an dessen finanziellen Folgen das Land Berlin bis heute laboriert. Berlin hat keine Landesbank mehr, Landowski hat es auch nicht mehr, der ist jetzt freigesprochen, und ich möchte nur sagen, sowohl diese Art von rechtsstaatlichem Umgang mit solchen wirklich kriminellen Leuten wie Landowski, denn das ist ja Allgemeingut, was er verscherbelt hat, und er lässt es sich dafür gut gehen und bekommt einen Freispruch, den er selber in der Öffentlichkeit als Freispruch erster Klasse hinstellen kann. Das ist unser Drama, ja, wir haben eine Frau Catherine Ashton, die die Europäische Union in Arabien vertritt, die ist nicht von uns gewählt, ja, wir gehen dahin als Europäer und erzählen denen was von die Demokratie und Wahlen, während wir selber gar keine gewählten Vertreter haben, und das ist mir alles ein Buch mit sieben Siegeln, und gemessen daran ist dann der Putin im Grunde genommen zu messen, und dann sind die Anklagen gegen den Putinismus einfach verkleinert. Anders kann man es nicht sagen. So, ich habe also hier den Landowski auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von heute. Und zwar meine ich sogar hier auf der ersten Seite was gesehen zu haben. Jedenfalls wird hier so getan, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird so getan, ich habe es hier, als sei das alles ganz normal. Hier unten links, Seite Frankfurter Allgemeine Zeitung, Seite 5, Freispruch für Landowski, ich lese das mal vor, um den Ton auch zu sehen. Da wird so getan, als sei der Staat in Ordnung. Das Berliner Landgericht hat am Montag 12 ehemalige Bankmanager freigesprochen, die sich seit 18 Monaten wegen zweier Immobilienfonds mit 25 Jahre währenden Mietgarantien gegen den Vorwurf der Untreue zu verteidigen hatten. Unter den Beschuldigten war auch Klaus Rüdiger Landowski, der langjährige CDU-Fraktionsvorsitzende. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts BVG vom Sommer 2010 hatte auch die Staatsanwaltschaft Freisprüche beantragt. Das Karlsruher Gericht war nach einem Urteil gegen die Verantwortlichen des Berliner Bankenskandals angerufen worden. Es verlangte, der Schaden einer möglichen untreuen Handlung müsse beziffert werden. Das Verfahren, in dem auch Landowski angeklagt und verurteilt worden war, wurde an das Landgericht Berlin zurückverwiesen. Die also Bundesverfassungsgerichtsentscheidung an die vorsitzende Richterin am Montag erfordere, dass der Gesetzgeber den Untreueparagrafen 266 im Strafgesetzbuch neu fasse. Also die Folge von Landowskis Schuld führt jetzt dazu, dass ein neues Gesetz gemacht wird. Supi. Also er bekommt garantiert keinen zweiten Versuch. Daneben ist dann ganz groß, Khodorkovsky-Urteil war diktiert. Da wird von rechtsstaatswidrigen Urteilen im Putinismus gesprochen, und hier wird es klein geschrieben. So haben wir es, und da haben wir doch wirklich uns an die eigene Nase zu fassen, und das tun wir dann auch. Vielen Dank für den Anruf.